Willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. In der letzten Folge hat der gute alte Fabian gemacht, dass Leonard Holiday ein kleines Brüderchen bekommt. Die Rache kommt noch, Fabi. Die Rache kommt noch. So, wie lange bist du noch arbeiten? Bis 3 Uhr. Junge, was geht bei deinem Job ab? So, ich habe jetzt mal gemacht, für die Leute, die letzte Folge geschaut haben, sieht es ein bisschen anders aus. Ich habe ein bisschen umgeräumt, weil Fabi rumgeheult hat. Nein, Leonard wird zur Adoption freigegeben, weil er nichts essen kann, nichts isst. Ja, das habe ich mal gemacht, dass er was isst. Ja, das habe ich ein bisschen umgeräumt, dass man auch hier lang gehen kann, weil er einfach nur wegen dem einen Schrank nicht durchkam. Und was mir offscreen aufgefallen ist, wir haben hier einen Geist, der alles kaputt macht. Also müssen wir diese Inschrift Geist ins Jenseits entlassen. So Leute, wir spulen mal ein bisschen vor. Und wie geht's bei dir so für zweites Semester in 11 Stunden? Ich hasse dich. Geist freilassen. Ja, tschüss mit dir. Ich will dich nicht. Ich brauche dich nicht. Ich brauche keiner. Warum gehst du baden? Dein Sohn soll gleich baden gehen. Seit wann haben wir eine Badewanne? Die habe ich auch platziert, damit der kleine Racker baden kann. Ach so. Hey, wann kann er denn älter werden? Er wird älter in... da. Da wird er dann zum Kind. Er hat noch Tage bis zur nächsten Altersstufe 6. 6 Tage noch. Okay, wie lange brauche ich noch, bis ich alt bin? 15. Summer 17, okay. Boah, bist du alt. Und wie lange brauche ich? 18. So. Oh, ich bin der Jüngste. Als erstes gehen wir auf Reisen. Leute. Also, ich bin als erstes alt. Ja, ich werde mich einfach verjüngern. Fertig. Das ist mein Plan, Leute. Reisen. Und du reist alleine. Fabi, du wirst jetzt reisen. So, Leute. Mein Racheplan beginnt ganz langsam. Was ich ja. Nein! Städtisches Museum. Was ist doch? Ich will nicht wissen, was da ist. Halt ein Museum. Wenn du mir jetzt so eine alte Schule beiholst, dann werde ich die in der nächsten Folge irgendwie foltern. Ja, gut, hier sind einfach gar keine Leute. Das ist schön. Ich hab's ein bisschen. Ach, dann geh weit. Okay, hier haben wir ein Museum sind halt langweilig. Hä? Museum sind halt langweilig, deswegen ist doch gerne. Was? Dann besuche ich halt den Nachtclub alleine. Ich habe da gerade jemanden gesehen. Einen alten Freund oder alte Freundin von Fabi. Hä? Oh nein. Erstmal gucken, wen wir so im Club haben. So. Hier ist einfach gar keiner. Sind alle nicht da? So, dann gehe ich halt reisen. Nancy Landgrab. Was willst du mit der Alten? Es ist Nancy, deine allerbeste Freundin. So, Leute. Fabio und Nancy gehen erst mal ein bisschen reisen. Ich würde sagen, wir nicht ins Fitnessstudio. Was ist das? Buchladen. Willow Creek. Das habe ich gesucht. Eine Bücherei. Oh Gott. Bücherei. Leute, da kann man das beste Date haben. Oh nein. Doch. Und das ist nicht... Das ist nur der Anfang meiner Rache. Weil Fabi hat gesagt, solange er keine Freundin hat, wird er einfach machen, dass ich ganz viele Kinder bekomme. Und was mit meinem Handy? Ja, ich will keine Tutorials. Ja, sie ist nicht da. Nee. Wo ist Nancy? Dann, Leute, dann müssen wir halt Nancy einladen. Ja,
einladen, um hier abzuhängen, Leute. Wir brauchen auf. Die haben so einen Teppich wie wir. Ja, einladen, ja. Abzuhängen. Nennst. Ne, Alter. Die Olle schläft. Was hast du sonst noch so? Der Sensenmann. Ja, tot. Leute, hier ist einfach gar keiner. Warum ist es 6 Uhr morgens? Ich chill hier einfach jetzt. Bis es später ist. Leute, ich chill hier einfach jetzt. Jetzt ist doch schon 8 Uhr. Genau der Zeitpunkt, wo wir aufnehmen. Kappa. Hey, wir nehmen später auf. Okay. Nee, die ist nicht so nice. Die Nancy. Die ist hässlich. Nancy ist super. Oh Gott. Nancy ist die beste Person. So. Jetzt aber, Leute. Nicht, ich will nicht, ich will in das blaue Samt. Leute, bester Name, das blaue Samt. Was ist das? Irgend so ein Nachtclub, wo ich jetzt mit Nancy abhängen werde. Wenn sie nicht wieder schläft. Ich hoffe, die schläft. Mich nicht. Fabi, du hast mir Summer gegeben. Ich geb dir Nancy. Bester ja, Kompromiss. Aber Nancy ist hässlich. Gar nicht. Verbrecherclub reden. Nicht über mehr Auswahl. Freundlich. Kompliment über Outfit. Man kann ja kein Kompliment über das, ihr Aussehen machen, weil es einfach nur behindert aussieht. Kennenlernen. Jemanden. Nicht über Outfit machen. Über Interesse reden. Schauen wir mal ein bisschen vor. Kennenlernen. Über Problem mit Familie angeben. Fitnesstechniken reden. Sie sieht sportlich aus. Nicht über Verbrecherclub. Was? Ey, wenn sie. Buße. Ey, guck mal, wer ist das da, der da sitzt? Irgendeine andere. Okay, oh. Das ist deine neue Freundin. Saskia. Sie ist schwanger oder ist sie so fett? Das ist Saskia. Lass sie. Leute, Saskia wird jetzt Fabis neue. Die ist safe verheiratet. Entweder sie ist fett. Ja, gut, Saskia ist weg. Dann kümmern wir uns halt um Nancy weiter. Was macht Nancy da? Mit Familie, Fitnesstechniken. Hä? Wie geht's dir eigentlich so? Ja, du bist ein bisschen müde, das passt schon, Leute. Ich bin ein bisschen müde, hab ein bisschen Hunger, hab ein bisschen Blase. Hm. Spaß, juckt keinen. Tratschen. Tiefgründig unterhalten. Das kann man machen. Wo bin ich? Wo bist du da? Jetzt unterhaltet ihr euch. Eigentlich. Ja, Leute, so, sie werden langsam aber sicher ein echtes Paar. Nein, nur Freunde. Nein, Fabi. Wenn die in unserer Familie ist, dann gehe ich zum Spiegel und verändere die komplett. Nee. Nancy, please don't go weg. Dann bekommst du eine Schönheits-OP. Nancy, plaudern, reisen. Hab noch vermeldet. Hä, was macht Nancy da? Nancy. Ciao, Nancy. Oh, wir müssen gar nicht reden. Nancy kommt wieder. Geil. Nancy. Fabis. Nicht über Verbrecherkluft reden. Kompliment über. Oh, Nancy, please. No. Nancy. Nein. So, Nancy. Ich bin noch nicht fertig. Hier. So. Sommer, ja, juckt kein. So. Erstmal flirten. Ein kleinen Anmachspruch. Schlüpfrige Frage stellen. Junge, passt schon. Romantik, Kompliment über Aussehen machen.
Ja, Leute, wer fragt, ob Sims Single ist? Die ist eh nicht Single, hoffe ich. So, und? Nancy? Sie ist verheiratet. Ah, Leute, mein Plan geht schief. Ja, dann müssen wir uns eine andere suchen. Dann nehme ich halt die. Nein! Ich hasse rote Haare. Passt schon. Ja, umarmt er in seinem gebullerten schläft. Ja, wie widerlich ist das denn? Ja. Okay, Leute, ich würde sagen, wir gehen einfach nach Hause und laden dann diese schwarzhaarige ein. Oh mein Gott. Die ist eh verheiratet, weil die einen fetten Bauch hat. Oder sie ist allgemein. Die ist halt ein bisschen kräftiger vom Bau her. Ein bisschen kräftiger. Man muss halt zu den Leuten auch nett sein. Was? Man muss zu den Leuten nett sein. Die ist halt von ihrem ganzen Gestampf von ihrem Bau. Sims muss ich zu niemandem nett sein. Was? Sims muss ich zu niemandem nett sein. Doch, zu allen. Du musst immer nett sein. So, wie geht's dir? Du bist ein bisschen müde. Er muss essen, er muss schlafen, Ja, dann ist so halt eine Schnellmahlzeit. Verbessern kann er nicht. Alter, wir brauchen einen Handwerker. Getränk für Essen für schnelle Mahlzeit essen, ja. Ich nehme immer das Erdnuss-Gelee-Sandwich. Duschen, ja, dann passt das. Spulen wir vor und dann wirst du diese Saskia. Hey, wie kann man die einladen? Haushalt. Service engagieren, Job kündigen, Foto machen, surfen, plaudern. Hä, wie kann man Leute einladen? Dann reisen wir halt mit ihr zu uns nach Hause. So, Leute, dann können wir ein bisschen vorspulen, mit Fabian bereit ist für sein Date. Was macht Leo? Leona zockt schon, Leute. Alter, in diesen jungen Jahren. Er wird YouTuber. Aufmerksamkeit, ja, dann nehmen wir halt den... Okay, der Papa wird nicht mit Leona spielen. Der Papa macht erstmal energiegeladen. Mein PC ist gerade wieder blackscreened. Was? Mein PC ist gerade wieder ausgegangen. Ja, dein PC ist Problem, nicht meins. Immer wenn ich in der Bildschirmaufnahme auf K hänge und dir zugucke, dann geht er manchmal aus. Ja, dann hast du halt den Sperrbildschirm oder so. Wie geht's ihr so? Sie hat wieder vollen Hunger, übertreibt halt völlig. Was? Alex Pauls brauchen wir nicht. Alter, spult doch mal vor. Mir geht's immer noch. Ey, das sagt man nicht. Doch. Das ist ein böses Wort. Dir geht's Popo schlecht. Fabi, züge doch mal deine Wortweise. Ganz ehrlich, du verhältst dich wie ein kleines Kitty. Was? Das kann man sagen. Nein. So, Leute, wir spulen einfach vor. Junge, wie lange schläfst du bitte? Ja, passt ja, schon. Energie ja. Passt. Junge, ja, du solltest mit Saskia abhängen. Saskia ist deine Traumfrau. So lange wird nichts mit Saskia abgehangen. Und er muss noch duschen, sonst ist Saskia ja nicht gut. Er geht ja danach duschen. So. Warum ist der... Alter, sag mal, geht's auch richtig schlecht. Lustige Geschichte jetzt. Junge, Leute, übertreibt halt, wie dick Summer schon ist. Wie lange braucht die noch, bis sie ihr Baby bekommt? Nein. Angespannt. Warum bist du angespannt? So. Warum kam Saskia nicht? Guck mal, wie Summer, welches Trimester Summer ist. Einladen auf Grundstück abzuhängen. Summer ist verzweifelt Sehnsucht nach Spaß. Voller Energie. Ja, drittes Trimester in 3 Stunden, weil ich die ganze Zeit vorspule. In wie viele Stunden? 3, 11.
Dann kommt das Baby in meiner Folge. Nee, wir spulen so lange. Also, du spulst das die ganze Zeit vor, dann kommt's noch ein Baby. Ich spule ja die ganze Zeit vor, damit. Junge, Saskia, kommst du? Leute, dann wird's heute eine XXL-Folge, damit das Baby noch in Skellys-Folge kommt. Saskia schläft. Alter, warum schlafen die alle? Ich hab 3 Uhr nachts. Alter, dann powerst du halt mit dem Tod. Er wird dein Homie. Weißt du, ich schlafe. Alter, warum schlafen alle? Es ist 3 Uhr nachts. Der Tod müsste eigentlich nicht schlafen. Ja, der. Hä, Leute, Logik. Der Tod müsste eigentlich hellwach sein. So, jetzt kümmern wir uns um Samasimus ein bisschen essen. Frühstücken, Rührei mit Speck. Danach schläfst du. Ja, dann warten wir einfach, bis es 10 Uhr ist oder so, und dann laden wir die alles. So. Rufen wir sie ein paar Mal an, dass sie kommt. Leute, dann geht's ab. So, wie läuft's bei dir so, Sammy? 6 Stunden noch, drittes Trimester dann. Oha, um 12 Uhr kommt's. Hä, dann kommt das Baby schon? Oder was? Ja, um 12. Oh, dann bräuchte ich vielleicht einen Kinderwagen. Nein, dann gehen wir ins Krankenhaus, wenn wir kein Kinderbett haben. Ja! Da habe ich auch Bock. Dann kann ich mal zeigen, wie es im Krankenhaus. Mal gucken, wie das nächste aussieht. Wird es ein Mädchen oder ein Junge? Das weiß man ja noch nicht. Es wird erst bei der Geburt gezeigt. Logik. Sims Logik. So, es ist 8 Uhr. Lass die anderen noch was essen, bevor das Baby kommt. Achtung, abzuhängen, Saskia schnell. Wird gleich da. Nice. Saskia. Nimm mich zur Geburt mit, ich will es auch mitsehen. Ja. Aber hier liegt einfach alles auf dem Boden. Ja, dann gehst du halt. Nein, heute ist ein großer Tag, Skelly. Du nimmst dir frei. Eine Elternzeit. wo ist das? Haushalt. Urlaub nehmen, Technikguru. Wo bleibt jetzt Saskia? Hey, Saskia sollte doch gleich da sein. Saskia braucht keiner. Oh, die ist schon da. Sie hockt am PC. Sich ja jetzt erst. So, Saskia. Über Interessen reden. Kennenlernen. Hey, frag mal, ob es ein Single ist. Hab ich doch. Flirten erstmal. Okay, es ist voll. Summer, wie geht's dir so? Ja, 3 Stunden noch. Passt. 13 Uhr, okay. Ja, 13 Uhr, wie meine Videos kommen. So, Leonard ist sehr hungrig. Oh. Zack, Leo. So, du wirst erstmal essen. Warum ist hier eine Schale? So, jetzt kannst du essen von deinem lieben Papi. Dein Vater füttert dich. Vater ist verspielt. Ich bin der Beste. Hä, sie ist nur dick. Nein, einfach nur fett. Sie ist dick. Hä, hier steht nichts, ob sie Single ist. Hä? Oh, es kommen schon Liebessachen. So, nochmal ein bisschen flirten. Dann. Ja, was stand da gerade bei Liebe? Oh. Da stand gerade. Oh, nee, sag's lieber nicht. Ja! Wenn das meine Frau wird, dann werde ich mich dafür einsetzen. Das. Ja, passt ja, schon. Die muss schon abnehmen. Summer kann jetzt in Elternzeit gehen. Das machen die beiden gleich. Wie kann man Elternzeit? Rechnung. Ja, Summer bezahlt natürlich die Rechnung. Ja, passt schon. Wann kommt jetzt das Baby? Entbindung. Die muss davor noch was essen. Ja, Alter. Warum muss die immer essen? Sie ist schwanger. Leute,
So, wir spulen jetzt einfach vor. Und mir geht's auch richtig schlecht. Ach so, ich muss auch was essen. Wieso muss jeder hier was essen? Ja, keine Ahnung. Okay, der Liebesbalken ist schon langsam hochgegangen, Leute. Ich spule jetzt einfach mal vor ein bisschen, dass das Kind kommt. Weil ich möchte, dass das Kind noch in meiner Folge kommt. Dann kommt zu meiner Hi. Das war natürlich witzig. Da ist Saski, Saski ist da. Hä? Saski, Fabi. So, Geh mal auf Romantik und da... Flirten. Oha, da stand was, was ich nicht will. Prägung, bitten, knuddeln. Ja, Nancy, die will keiner. Aha. Nancy, dich will echt keiner. Bitten. Ja, drück drauf. Nein. Kompliment. Ah, das ist jetzt nicht so gut. Dies nichts. Fabi, du bist halt bei den Girls nicht beliebt. Leute, Fabi ist einfach nicht beliebt. Was? Ist einfach nur zu fett. Oder zu dick. Dann müssen wir halt die andere Sache machen, die ich machen wollte. Wie ging das nochmal? Ach da, ein Geschenk. Sofort Energie, Flirten, Glückshand, Ration, Sicherheit, Schlaf, Ersatz. Box, wurm wir es. Jugendtrank. Insta-Schrank stande da. Mehr Zaubertränke. So. Ja, ich suche einen bestimmten, Leute. Nicht groß. Hä? Insta-Schrank. Nein! Wir haben zu wenig Geld. Vielleicht hast du genug Geld? Nö, ich kauf nichts in Leo. 425. Wie viel hast du? Hä? So. Vielleicht hab ich ja Geld. Du hast keine Punkte. Wann kommt jetzt, Leute, wann kommt jetzt das Baby? Drittes Trimester wegen. Die arbeitet gerade. Ersetzen. Ich muss los, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, tschüss. Fabi, du bist halt gar nicht bei den Frauen beliebt. Junge Leute, ich würde einfach mal sagen, ich mache einen kleinen Cut und wir sehen uns dann wieder, wenn das Baby kommt. So Leute, wir haben gerade die Nachricht bekommen, dass die Wehen eingesetzt haben. 3 Stunden. So, die Frage ist, müssen wir jetzt extra ins Krankenhaus gehen oder nicht? Aber wie kommen wir denn ins Krankenhaus? Pinnwand, voll. An der Pinnwand können maximal 200 Nachrichten erscheinen. Wenn du nicht um... Ja, juckt keinen. Ich dachte... Die Frage ist jetzt, Outfit. Baby im Krankenhaus bekommen, Leute. Ja. Erstmal geht sie duschen. Also, nein, das kann man nicht abbrechen. Nein, Leute. Sommer bekommt ein Baby. Mann, und man sieht es nicht. Ein Junge, ja. Nein. Baby. Leute, auch Gänsehaut. Skelett. Oder nein. Ich mach zuerst Skelettboss und dann Baby. Oder nein, Baby, Skelett, Boy, Baby, Skelly. Holiday. Day, Leute. Wir haben jetzt 2 Babys.
Es sind Zwillinge? Was? Hä, sind das jetzt Zwillinge oder was? Hä? Ich habe doch gerade ein B benannt, oder nicht, Fabi? Skelly Holiday. Nennen Sie mal Skelly Holiday. Nee, das wird jetzt, boah, ich hatte doch einen schönen Namen. Ach so, noch eins? Ja, das ist, glaube ich, das nächste. Leonard Holiday. Nein. Joachim. Joachim. Also, das ist wirklich Zwillinge, ist die Frage. Nein, nicht eins, nein. Und hör auf zu übersteuern. Junge, du übersteuerst immer. Heinz, bitte. Nee. Ich bin für Heinz. Olaf, nein. Dirk, nein. Wo Enrim. Fabio. Jonas. Jo. Oh. Hä, sind das jetzt Zwillinge? Ja, es sind junge Leute, wir haben Zwillinge bekommen. Sowas habe ich noch nie in Sims erlebt. Ich auch nicht. Junge Leute, Alter, krass, er macht Zwillinge. Deswegen hat es so lange gedauert. Du kannst ja gut Kinder zeugen, würde ich mal so sagen. Aber Fabi, bitte hör auf, jetzt noch mehr Kinder zu machen. Wir haben schon genug Leute. Bitte, Leute, lasst einfach für die Zwillinge ein Like da. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Abonniert, schaut bei Fabian vorbei und sonst sage ich nur ciao, Leute.